So, wir haben jetzt an allen vier Wänden haben wir diese Dinger. Wunderbar, das klappt ja schon mal super. Jetzt muss ich hier eigentlich das komplette Glas rausnehmen. So, hier auch. So, das war so die alte Glasplattform, die wir vorher hatten. Das tut mir fast ein bisschen in der Seele weh und ich habe so ein bisschen immer Bammel davor, so riesige Projekte, die funktionieren, einfach mal komplett umzuwerfen und da was ganz Neues draus zu machen. Weil diese Art der Monsterfalle, die wir jetzt bauen, also diese Experience-Maschine, ist natürlich dann was anderes als das, was wir vorher hatten. So, damit... Das sitzt richtig. Da kommt da noch ein Gläschen rein. Da auch. Und da auch. Das sind dann die Wände. Das hier müsste dann weg. So, das wird hochgezogen. Boah, ich hoffe, ich habe das alles noch so einigermaßen richtig im Überblick hier. Nicht, dass ich mich jetzt total, ne, und so. Dass ich mich da total verwurste. So, hier springe ich mal eben runter. Dann mache ich das mal kurz weg. 2, 3. 1. Da braucht man eh keine Plattform, ne? So, warte mal. Das muss ja hier nach unten gehen trotzdem. Zack, zack. Das ist ja jetzt weiter nach unten durchgeführt. Das hört ja jetzt nicht mehr hier auf. So, hier... Und dann müsste es eigentlich reichen, wenn ich hier dicht mache und dann natürlich dementsprechend auch, das mache ich gleich von unten. So, ich komme hier raus, dann müsste ich hier dicht machen, da dicht machen, da dicht machen. Und hier könnte ich ja dann Cobbles hinbauen, das sieht so geil schwarz aus da unten, ich finde das irgendwie cool. Außer natürlich mit dem Lichteinfall, der da überhaupt nicht reinpasst, aber der hat auch irgendwie was Bedrohliches. Was bedrohlich, weiß ich allerdings auch nicht. Sehr bedroht fühle ich mich dabei nicht. So. Wupp, 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 wupp. Okay, dann haben wir, das hier ist der Durchgang. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz checken, ob das alles sitzt. Hier sitzt es. Wunderbar. Ich brauche dringend noch Eimer. Boah, was für ein Monstrum. Und ich vermute mal... Ja, wir werden hier auf jeden Fall noch einen in die Tiefe. Diese Etage hier muss noch einen in die Tiefe gehen, was natürlich... Blöd ist, das wieder umzustellen, aber leider geht's nicht anders. Ihr werdet dann sehen, warum das so ist. Jetzt, ich baue hier mal gar nichts rein, weil wir kein Glas mehr haben. Au, so. So, nehme ich das Glas erstmal, das reicht ja. Und dann kicken wir mal. Ich muss dann auf jeden Fall noch im Innern etwas bauen. So, ich mach mal hier la 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 la. Wupp, 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 wupp. Und hier auch nochmal wupp, 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 wupp. Und das Ganze müsste ich jetzt eigentlich auch zumachen. Muss mir das gerade noch... Was ist denn hier los? Hallo? Das war ja gerade merkwürdig. Muss mir das gerade aber nochmal genau überlegen, ob ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe, ob ich jetzt noch irgendwas machen muss. Ich glaube, ich würde gern auch allein der Ästhetik halber die drei da raushauen. Und hau da einfach auch mal Glasdinger rein. Überhaupt hätte ich von Anfang an, hätte ich diese ganzen Kolben da, diese ganzen Seitenkolben, hätte ich komplett aus Glas machen sollen. Das würde dann noch ein bisschen imposanter aussehen, aber das jetzt nochmal zu ändern, ich glaube, da müssen wir wirklich schon extrem Langeweile haben. Oder extrem viele Ambitionen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn ich jetzt ein Voting machen würde, dass da jemand sagt, oh ja, super, das müssen wir unbedingt ändern, das ist das Wichtigste am ganzen Let's Play. Die anderen Baustellen sind ja nicht so schlimm. So.
So, dann machen wir hier dicht. Ich muss dann mal später, das mache ich in Schritt 2, Wassereimer muss ich noch holen. Was ich noch in Schritt 2 machen muss, ist abzählen. So, hier hole ich mir mal das Gelumpe wieder, mal weiß, wozu es gut ist. So. Oh. Ach, wir haben aber oben noch... Ach, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, wir haben schon wieder jetzt gar kein Glas mehr. Aber wir müssten ja oben noch jede Menge haben. Das heißt, wir probieren ja gleich mal den Aufstieg aus. Den müssen wir hier auch noch dicht machen. Zack und zack. So, es sieht unten jetzt natürlich ein bisschen anders aus, ne? Als man das so gewohnt ist. Ich hätte irgendwie Bock, unter das Glas da unten noch Lava zu machen, damit das geiler aussieht, wenn man da runterspringt. Also wenn man die Leiter runterfährt. Da unten einfach alles mit Lava auszukleiden, wäre schon irgendwie cool. So, ich lasse jetzt mal hier die Tintensäckchen, die packe ich mal hier rein. Nehme stattdessen mal das Glas mit. Und das Fleisch, ja, das nehmen wir nachher mit in die Küche. Da haben wir zwar nur ein Stück von, das lohnt sich gar nicht, aber egal. Hier, guck mal, wenn man hier so runtergeht, ne, dass da unten alles Lava ist. Das wäre doch gar nicht mal so uncool. Da habe ich vielleicht schon eine Idee, wenn wir noch eine Etage drunter bauen und da dann auch einen Glasboden machen, der dann wiederum über Lava liegt. Könnte man sich mal so überlegen. Ich glaube, das käme gar nicht mal so uncool. Müssen wir mal schauen. Aber erstmal haben wir hier genug zu tun. So, ich glaube, da mache ich dann auch lieber. Ich weiß, wir haben gerade ein Glas verstrotet, aber naja. So, das kommt so. Hier machen wir das auch nochmal. Glas, 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 Glas. Glas, 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 Glas. Glas, 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 Glas. Und dann müsste hier... Ach, Mist. Ich will auch nicht so verschwenderisch sein mit dem Glas, 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 Glas. Und jetzt müsste das hier oben drüber sein, wobei das ist eigentlich fast egal. Ich könnte eigentlich sogar sagen, wir nehmen hier den ganzen Raum ein. Würde aber ein bisschen mehr Glas, Glas, Glas kosten. Egal, jetzt gehen wir erstmal nach oben und kleiden da alles mit Glas, Glas, Glas aus. Und wenn ich nochmal Glas, Glas, Glas sage, dann bitte hauen. Im Nachhinein... Au. Im Nachhinein hätte ich da oben dann doch mal mit Stein aus... Ach, den Stein wegreißen und auch nochmal mit Glas auskleiden sollen. Ein darüber. Ich glaube, das probiere ich mal hier, wie es aussieht. Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, probieren wir es einfach mal aus. So. Das würde dann auch komplett bis da hinten gehen. Auch wenn es natürlich mehr Glas, Glas, Glas kostet. Halt die Schnauze! So, ich sehe gar nicht, haben wir hier Glas drüber? Doch, da haben wir Glas drüber, Gott sei Dank. So, Steine können wir gerade nicht mitnehmen, weil wir ja voll besetzt sind. So, ich hau dann hier auch mal die Wand rein. Ich bringe jetzt mal Fackeln an, weil das ist mir gerade ein bisschen zu dunkel einfach. Da mache ich mal an jeder Ecke einfach eine Fackel, zack. Und da drüben auch nochmal. Hier so und dann dort so. Hier muss ich die Wand noch ein bisschen weiter rausreißen, weil... Und so, ne? Das geht ja momentan noch nicht. Okay. Ich glaube, das sieht so irgendwie besser aus, wenn wir da tatsächlich das Glas rausreißen. Dann den Stein rausreißen. Ich muss mal gucken, ob ich das hier so ums Eck überhaupt geregelt kriege. So. Ah, können wir jetzt mal ganz schnell die Cobblestones einsammeln. Zumindest die, die wir noch kriegen. Kobbel, 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 kobbel. Man weiß ja nie, wofür es gut ist. Wahrscheinlich für gar nichts, ist aber auch egal. Oh Gott, ich bin mal gespannt, was das hier wird. Ich würde am liebsten hier noch ein bisschen von der Decke rausreißen, damit das ein bisschen eindrucksvoller ist und nicht nur dieses kleine Stück. Oder wir machen hier einfach auch mal... Oh, das wäre eine Idee. Oh, das wäre eine Idee. Oh, 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 oh. Ich schmeiß den Cobblestone gerade mal dahin, wo wir eh schon genug davon haben. So, Kobbel, 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 Kobbel.
Das will ich gerade mal ausprobieren. Ich weiß, wir haben nicht mehr so viel Glas und wir brauchen noch einiges. Aber irgendwie fände ich das, glaube ich, mal ganz spannend, was passiert, wenn man hier einfach mal anfängt. Ich probiere das gerade. Ne? Ihr habt ja Zeit, das ist ja gar kein Problem. Ihr freut euch ja immer, wenn es was zu gucken gibt. Also nicht was zu gucken, sondern wenn es nach was aussieht hinterher. Da freut ihr euch ja immer, dass wir... Ja, deswegen mache ich das gerade mal, weil ich glaube, das kann man eigentlich ganz imposant gestalten. Und wenn man dann mit der U-Bahn hier runterfährt, die ja schon total funktionell ist und die ja auch schon komplett fertig ist und alles, wisst ihr ja selber. Ich glaube, das wäre schon ganz geil irgendwie. So, probieren wir das mal. Das ist hier bis hier. Ach, okay, da habe ich aber schon mehr weggerissen. Ich glaube, dann mache ich das mal einfach so, so. So, keine Ahnung, wie es dann hinterher aussehen wird. Moment. Wir probieren das ja gerade nur. Da muss ich die Erde da noch wegschaufeln. Cleanies haben wir ja genug dabei. So. Die Schaufel gibt wahrscheinlich gerade bald ihren Geist auf. Das war die Schaufel. Und hier sage ich mal, ich habe da gerade was im Kopf, das muss ich unbedingt umsetzen, deswegen mache ich das gerade, ne? Nicht wundern, ich will nur mal gucken, ach Mist, die Schaufel ist ja weg, dann nehme ich mal die hier. Ich glaube, das könnte ganz, ganz geil aussehen. Okay, dann müsste das bis da gehen. Dazu müsste ich hier nochmal die Kohle rausholen. Dann reißen wir das Ding nochmal schnell ab hier. Weg damit. Hier, wupp, wupp. Und da setzen wir Cleanies hin. Fertig. Und das gleiche Spiel müssen wir da hinten auch nochmal machen. Cleanies. Da haben wir die Cleanies. So, da, da, da. Dass man auch immer so ums Aussehen bemüht ist, ne? Bei Minecraft, das ist manchmal schon so eine kleine Pest. So, das müsste gehen, oder? Ja, das geht. So, dann haben wir diese Seite und die müsste jetzt eigentlich komplett... Das Glas wird niemals reichen übrigens. Wollte ich nur mal so anmerken, dass das Glas niemals reichen wird. Hier können wir eigentlich noch wegreißen. Das wird dann, glaube ich, recht ein... Also es würde recht eindrucksvoll aussehen, wenn man das dann einfach mal wirklich so fortsetzt. Aber mir ist schon klar, wir machen das jetzt nicht alles in diesem Durchlauf. Au! Mist, da müssen wir uns echt noch was überlegen. Aber hier in dieser Etage, Wasser... Haben wir da hinten nicht noch den Dingens eigentlich? Ach Mensch. Wollte ich nur mal gucken, ob es noch da ist. Hat keiner geklaut. Super. Super, ey. Voll super. Hier unten könnten wir dann die Etage machen für Dingensen, ne? Wisst ihr schon Bescheid? Die Frage ist nur, wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus eigentlich? Ist jetzt ein bisschen uncool. Ach, hier ist Glas. Ach, hier ist... So, dann mache ich da mal dicht, damit das nicht durchscheint von unten. Die Frage ist trotzdem, wie kommen wir hier wieder raus? Ich probiere mal mein Glück hier hinten irgendwie. Oh, und draußen regnet es. Das ist ja super. Haben wir noch eine Leiter dabei? Jawohl, wunderbar. Dann prängeln wir die hier erstmal dran.
und lassen das Loch einfach mal im Boden. So, falls wir wieder runterfallen, dann haben wir da zumindest ein Löchelein. Und jetzt erstmal hier alles hinbiegen. Das Ding kommt dann auch weg und dann machen wir hier stattdessen auch Glas. Aber dann müssen wir hier auch nochmal da weg, da weg, da weg.